denn sowas? Verdammt, das war's mit meinem Experiment. Jo. Ich will mich hier nochmal umgucken, ob ich vielleicht noch irgendwas finden könnte. Die haben jetzt alle nichts Neues zu sagen. Ein Tinkerbad. Aha. Na, komm her. Aua. Super. Komm, ich will deinen Bocktanz sehen. Ja. Ich habe dunkle Magie erhalten. Ich habe keine Ahnung, wofür ich so viel dunkle Magie brauche. Aber gut. Wenn mich nicht alles täuscht. Ah, ein Tintenherzchen. Ah, oh, super. Dann weiß ich, dass ich gleich nochmal zu diesem Succubus hin muss. Ah ja, stimmt. Hier gibt es ja immer noch so kleine Quests, wo man ein bisschen Kohle verdienen kann, weil der Bürgermeister hier rumeiert. Der Ammo Baron bringt Soldaten von überall her. Schützen, Piloten, sogar den Techno Baron. Oje, oje. Ich wünschte, ich hätte 5 Fleischspieße, damit ich mich besser fühle. Hast du welche für mich? Ja, natürlich. Du hast nicht genug. Wie? Ich habe nicht genug Fleisch. Ach, Fleischspieße. Noch. Gut, der will immer was anderes haben, deswegen von allen Items so viel wie es geht. Der gibt uns immer so ein bisschen Geld. Aha. Okay, ich habe keine Ahnung, was das war, aber gut. Jo, ich kann mir noch ein Herzchen holen, das mache ich auch direkt. Wo ist denn dieser Succubus-Schmied? Also ich habe schon eine süße Schmiede, muss man sagen. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Auf der anderen Seite, wenn du die ganze Zeit über einem Feuer stehst, dann hast du auch nicht so viel an, weil es einfach arschwarm ist. Und ich meine, vom glühenden Metall haut die ja jetzt auch nicht unbedingt drauf. Ja, ja, komm. Super, maximal. Ja, wir haben jetzt 4 Herzen. Dann können wir doch schon mal wenigstens etwas verkraften. Wo steht denn jetzt die Risky? Nee, die ist auf der anderen Seite. Super. Warte mal, wir haben 163. Da kann ich doch mal wieder was kaufen. Willkommen in meinem Laden. Okay. Powertritt, Erholen erlernen. Ich weiß nicht, ob ich das so brauche. Nehmen wir doch mal nochmal ein Pistolen-Upgrade oder... Komm, seidige Creme, komm. Hau mal raus. Ja, das geht jetzt wesentlich schneller. Supidupi. Freut mich. Ich hoffe, der Streifen von dem Overlay, also das ist ja jetzt nicht an eurem Linksbogen, sondern am Sonnenstrahl von dem Overlay, stört nicht so ganz. Ich sehe es ja, was ihr auch seht, von daher geht eigentlich, finde ich. Ansonsten versuche ich es bei der nächsten Insel. Hier gibt es auch ein Tinkerbad. Ich versuche hier alles zu holen. Zur Not muss ich auch einfach mal gucken, aber das kann ich erst dann machen, wenn ich mehrere Piratenwaffen sozusagen besitze, die ich dann auch dementsprechend benutzen kann. So, wo habe ich mein... Wie hat das Laxi das gesagt? Listerine-Kanister habe, dass ich auch wieder was zu trinken habe. Ah, mal wieder super, ey. Da haust du dann... Da steht er. Ja, Kraft der Superprofi. Hat keine Ahnung, was er macht. So, das ist die Spinnennetzinsel. Ich möchte, dass du die nächste Stätte des Bösen findest und mir dann berichtest. Risky, ich habe mich gefragt, woher weißt du eigentlich so vieles über den Pirate Master? Er war mein Mentor. Ich bin für einige Zeit unter seinem Kommando als erster Mart gesegelt. Er hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Du warst Mitglied seiner Piratenbande? Das stimmt. Als die Genies ihn schließlich besiegt hatten, beanspruchte ich seine Männer und Waffen als die meinen. Du hast die Sachen nach seinem Tod gestohlen? Nenn es einfach eine längst überfällige Bezahlung für meine Dienste. Damit diese Feuersteinpistole gehörte man ihm. Oh, dann solltest du sie zurückbekommen. Behalte sie. Du wirst sie brauchen, wenn du an diesem Ort überleben möchtest. Kommst du nicht mit? Vertrau mir, du willst nicht, dass ich mitkomme. Am besten bleibe ich bei meinem Schiff. Okidoki. Let's go! Let's go, Red to go, Mädchen! Das sind diese Verrückten, ey. Die kommen immer wieder. La, 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 la. Oh, ich liebe diese Musik. Die Musik ist geil. So, ich versuche mich hier jetzt gar nicht aufzuhalten. La, 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 la.
So, schön hier oben hin, dann können die uns da unten, können die unten spawnen, wie sie wollen. Ja, die hauen irgendwann wieder ab, also von daher. Man muss aufpassen, dass die uns, dass die einen nicht erwischen. Vor allem diese scheiß Geister. Oh. Nein! Okay, dieser Wagen sieht aus, als hätte er schon mal bessere Tage gesehen. Das ist ein gruseliger Wagen und das Pferd ist auch irgendwie so ein bisschen gruselig. Hau ab, du elender Lümmel! Na gut, dann war das einfach nur... Aua! Ja, das meine ich damit! Aua! Okay. Ich dachte, da wäre noch irgendwie ein Geheimnis oder so. Ich komme für mich hier durch und ich weiß nicht, was ich mach. Irgendwie komm ich schon voran. Wie komme ich denn da unten lang, ey? Also irgendwie muss man ja da unten lang gehen. Ich weiß nur nicht, ob man da nochmal hinkommt. Deswegen wollte ich eigentlich gucken, dass ich da jetzt direkt schon hinkomme. Aber ich befürchte, dass... Ah ja, stimmt. Ich weiß, was abgeht. Okay, ich weiß wieder. Entschuldigung. Alter, ich verliere ganz schön viel, ne? Aber trotzdem, ich will mich jetzt nicht in ewigen Klopp-Kaspaden rumärgern. Boah, du elender Geist. Ja, hier kommen wir halt später hin. Wenn wir so einen Säbel haben, dann können wir hier so einen Bodyslam machen. Und möchtest du Aufzeichnung speichern? Ja. Oh yeah, let's go. Ich dachte, ich hätte was gehört. Rottitops, oh nein, verschwinde von jedem Monster. Das war knapp. Du wärst beinahe zur Mahlzeit dieses Viehs geworden. Was machst du denn hier? Ich lebe hier. Ich habe gehört, dass diese Insel eine Monsternetzabdeckung hat. Daher, hör auf mit den Netzwitzen. Monsternetzabdeckung. Sorry. Und, hilfst du mir runter oder nicht? Keine Chance. Soweit ich weiß, ist das wieder nur ein Trick, damit du mein Gehirn verspeisen kannst. Ich sollte dich dort verrotten lassen. Aber ich verrotte doch schon. Ah, stimmt, das ist ja ein Zombie-Mädchen. Also von daher, liebe Jungs, nicht so schön. Na gut. Jo, die hat aber Hummel in der Hüfte, ey. Und was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich glaube, du schuldest mir eine Entschuldigung für all den Ärger, den du gemacht hast. Es tut mir leid, aber... Oh, meine Beine, sie werden taub. Oh nein, die Spinne hat dich gebissen, oder? Vergiss es, ich bin ein böses Mädchen. Lass mich einfach hier. Niemals, ich kann dich nicht einfach im Wald zurücklassen. Das wäre zu fies. Mein Haus, du musst nur durch den Wald. Wenn du mich zu meinen Brüdern bringst, kannst... Wenn du mich zu meinen Brüdern bringen kannst, rechtzeitig. Halte durch, Rottitop, ich rette dich. Das meinte ich. Wir haben jetzt die Rotti auf dem Arm. Und wir können hier nichts machen, gar nichts. Wir können auch nichts nehmen, sondern wir müssen hier einfach durch. Das bedeutet, wenn wir einmal getroffen werden, dann sind wir am Arsch. Müssen wir von vorne anfangen. Es gibt ein Achievement, wenn man das schafft, ohne einmal getroffen zu werden. Von daher sage ich mal, aber freundlicherweise, vergesst es. Das ist so richtig eklig. Das musst du einfach auswendig lernen. Schon verkackt. Und wir müssen wieder von vorne anfangen. Nein! Oder fast zumindest. Also es gibt ja verschiedene Abschnitte und solange wir den Screen nicht verlassen, solange es so ein Sidescroller ist, müssen wir immer wieder anfangen. Also hier, wenn ich jetzt hier unten verrecke, dann weiter. Und beim nächsten Mal können wir hier weitermachen. Also von daher schon verschissen. Lass bloß deine Zunge von den Mädels.
Also, die Rotti könnt ihr von mir aus gerne abschlabbern, wie ihr wollt. Die ist ja sowieso schon am Verrotten. Die ist ja sowieso schon rottig. Also rottig im Sinne von verrotten. Aber die Chanté eigentlich steckt noch voller Leben. Von daher behaltet mal eure Zungen mit bei euch. Mädels stehen nicht so auf Zungen. Also diese zumindest nicht. Och, Mann. Naja. Finde ich cool. Also so wie die Chanté halt nach links und rechts guckt und irgendwie Hummel im Hintern hat. Und ja, mit der Musik zusammen, ey, da hat man richtig Bock mitzurennen. Was ist denn das? Ein Super Mario Farm oder was? Wir haben es aus Super Mario geklaut! Ah, oh, scheiße. Also, entspannt Stück für Stück vorwärts kommen. Und nichts überstürzen. Das ist fies mit dieser Musik und mit dieser Chanté, die dann eigentlich nur noch jump rennen möchte. Ja. Ist es gemein. Ich renne hier durch, weil ich die Rottitops auf meinem Schuss habe. Doch ich darf nicht getroffen werden, sonst bin ich ganz schnell down und bin wieder am Fluchen. Und warum muss ich wieder es vorne versuchen? Deswegen lass ich's lieber. Ich renn hier schnell jetzt durch, lalalalala, wie ein Leucht. Ihr könnt mich nicht berühren, ich bin so gut, sagte er und stürzte gleich wieder und fing von vorne an. Boah, behalt deine Zunge bei dir. Denn die Chanté und die Rotti stehen nicht so auf Züngeln. Deswegen behalt deine Zunge mal lieber ganz schnell bei dir. Oh, nächstes Tweet, super. Vorsicht von den Viechern. Da gibt's nämlich welche, die aufstehen. Und die Grabsteine wollen uns ans Leder. Das können sie sich vergessen, denn wir springen einfach über sie. Och, da hab ich voll verkackt. Ich verkacke doch hier wieder und weiter verkackt er. Ich verkacke weiter. Das ist ekelhaft. Jemine! Los weg hier. Okay. Einfach durch. La 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 la. Das war jetzt einfach. Also einigermaßen. Vor dem musst du aufpassen, wenn die Roboter dich sehen. Was sind denn das für Knutschknudel, ey? Nope. Ja, genau. Also wenn Typen so auf euch zugerannt kommen, einfach ganz schnell. Also die laufen nur noch in eine Richtung, bis sie explodieren. Und ja, Chanté und die Rotti stehen nicht so drauf. Ihr seid mir viel zu. Bloß weg mit euch. Super. Die Mädels stehen nicht so auf Knüppel. Die sind uns. Der Chanté und die Rotti, die stehen nicht so auf aufdringliche Typen. So, nicht ganz durchdrücken, dann haben wir so ein. Dann können wir die so ein bisschen triggern. Super. Ja, hätten wir auch so hingekriegt. Aber Safety first. Wir wollen ja, dass die Mädels unbeschadet und unbeknutscht hier durch diesen Wald laufen können. Also wenn du weißt, wie die funktionieren, geht's einigermaßen. Was sind das für ein. Ich erzähle euch nicht, wie das aussieht. Das ist nämlich eklig. Alter, das sieht aus wie. Ich sag's lieber nicht. So, okay, lass mich. Nee, okay. Ich dachte, da kommt noch irgendwie so ein Side-Scroller oder so.
Boah, wie habe ich denn das geschafft? Oh je, das müssen wir richtig schnell timen. Boah. Ja, hier können wir nicht einfach so tricksen. Das bedeutet einfach jumpen. Durch und durch und... Scheiße. Boah. Boah. Einfach warten, bis die abgeschossen haben. Und drüber. Vorsicht. Boah, das ist eine fiese Passage. Also hier muss man echt auf jeden Scheiß achten. Boah, das war knapp. Ey, wenn mich das jetzt trifft, muss ich den ganzen Scheiß neu machen, Leute. Ich bin mich jetzt gerade so ein bisschen am Konzentrieren. Ich konzentriere mich, damit die mich nicht treffen. Jetzt muss ich diesen ganzen Scheiß wieder vorne beginnen. Darauf habe ich keine Lust. Denn das ist einfach nur voller Frust. Hey, lass die Champagne ruhen. Hey, rot hoch. Hahaha, die Knutschknödel. Lauf weg, ihr Knutschknödel. Schnell weg hier. Oh, super. Ja, ich will speichern, auf jeden Fall. Boah, bitte das Gerät nicht ausschalten. Wir haben es zwar schon verkackt, aber es lief eigentlich besser als gedacht. Ich hätte gedacht, ich würde hier mehrfach, den Tigerbett werde ich später machen. Hungrig. Ja, nee, ich habe die Chantier auf, ich habe die Rotti auf dem Arm. Ups, nein, das wollte ich nicht. Oder? Wollte ich das? Doch. Aber ich glaube, hier hoch können wir, um auch irgendwas Besonderes zu finden. Aber wir bringen erstmal die Rotti nach Hause. Oh, super. Gerade rechtzeitig. Mein Held. Heldin Air. Yo, Schwester, was ist mit dieser geschälten Krabbe? Wenn sie nicht zum Abendessen hier ist, sollte sie sich umdrehen und abdüsen. Abner, du bist mir ein großer Bruder. Siehst du nicht, dass sie verletzt ist? Das sieht normal für mich aus. Bitte? Hehe, was für eine Fahrt. Roddy? Also ich glaube nicht, dass die irgendwie... Also die wollte einfach nur Spaß haben. Die hat uns verarscht. Du verfluchte, betrügerische... Hey. Jetzt? Chanté, nicht wahr? Ich wollte etwas sagen. Ich bin nicht wirklich gut darin, mir Freunde zu machen. Aber du warst gut zu mir und Po und meiner Schwester hier. Es ist nur, dass das Piratenmädel dir wahrscheinlich besser weiterhelfen kann. Aber ich möchte mich eigentlich nur für die schlechten Entscheidungen der Vergangenheit entschuldigen. Mit dieser Risky Boots zusammenzuarbeiten. Dümmste Sache, die du je gemacht hast. Oh, das ist schon okay. Po und die kleine Rotter hier sind alles, was mir vor meinem Leben geblieben ist. Kann mich nicht an viel anderes erinnern. Aber du bringst sie immer zum Lachen. Dafür muss man dankbar sein. Wow, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vergiss es, wir sind quitt. Wo zur Hölle ist Po? Er ist schon eine ganze Weile unterwegs. Er sollte meinen Wagen reparieren, damit wir nicht durch den grusigen Wald latschen müssen. Gut, wenn einer von euch beiden ihn sieht, sag ihm, dass er sich melden soll, oder ich werde sauer. Alles klar. Armer Po, ich hoffe, die große Spinne hat er nicht erwischt. Na gut. Der Rotti geht's ganz gut. Von vornherein, die wollte einfach von uns nur auf Händen getragen werden. War jetzt nicht ganz so geil, aber na gut. So, jetzt sind wir wieder frei. Wir können diese Passage können wir nicht nochmal besuchen. Von daher, das ist schade, aber dafür können wir uns hier so ein bisschen rumklatschen. Hungrig. Ja, wir müssen irgendwas haben. Aua. Dafür können wir uns jetzt mit dem Zinkerbett hier anlegen. Aua. Boah, der beißt ja zu, dieser Lümmel. Stirb. Super. Wunderbar, du hast dunkle Magie erhalten. Schön. Sehe ich eigentlich irgendwo Befehl? Also ich kann schon sehen, wie viel dunkle Magie ich habe. Hier Magie mal 4. Die Frage ist, wie viel gibt es wirklich? Also klar, ich könnte es über der... Ja komm, speichern wir mal. Speichern wir mal. Sicher ist sicher. Speichern abgeschlossen. Gut. Ich beende mal kurz hier. Warte mal, wie lange? Ja komm, ich beende hier mal die Aufnahme. Das bedeutet, ich mache nicht länger als so 40 Minuten Aufnahmen. Auch wenn ich gleich wieder eine neue starte.
Und dann kann ich das ein bisschen besser portionieren. Das macht es dann im Schneiden besser. Da muss ich nicht irgendwie so eine 2,5, obwohl, das ist eigentlich relativ egal. Trotzdem, es ist dann im Nachrendern so ein bisschen einfacher für mich, aus einer Aufnahme 2 zu machen. Und ja, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Und bis zum nächsten Mal.